Hallöchen, meine zombieverseuchten Freunde da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil Code Veronica. Das X lasse ich wie immer weg an der Stelle und ich bedanke mich fürs fleißige Bewerten der so glorreichen letzten Folge, in der wir hier stehen geblieben sind in Alexia Ashfords geheimer Basis, wo sie für 15 Jahre in einer Kryokapsel eingesperrt war und sich von ihrem Arbeiter, nämlich ihrem Bruder, beschützen lassen hat. So, wir haben jetzt hier dieses schöne Rätsel, wo wir... Achso, ich kann sagen, ich habe zwischen den Folgen bin ich nochmal zum Safe Room gelaufen, denn wir braucht hier tatsächlich den Würfel, den wir mal gefunden haben, den Briefbeschwerer. Und die Zeichen, die wir jetzt hier gerade sehen, da müssen wir immer die entgegengesetzte Zeichen auf dem Würfel drücken. Sprich, es gibt ja den Tipp mit, es gibt immer zwei Seiten einer Münze, das heißt, man muss immer die entgegengesetzte Seite des Würfels, muss man tippen zu dem Code, der drauf stand. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste es jetzt AA sein, die Krone, das Herz und am Ende das Peak. Das Umbrella-Zeichen und das Biohazard-Zeichen wird da gar nicht benötigt. Und hier muss jetzt was eingelegt werden und das ist tatsächlich dieser Würfel, den ich jetzt auch tatsächlich geholt hatte, weil ich hatte das komplett vergessen, dass wir den ja brauchen. Ich habe das zwar im Kopf so in etwa, dieses Rätsel. Und ja, hier ist tatsächlich ihr Bruder. Die gute Alexia würde ihn nämlich nicht wiederbeleben oder hatte überhaupt vor, den wieder zu beleben und dachte sich, ich sperre den einfach weg, weil der ist eh nicht zu gebrauchen, so auf die Art. Aber wir brauchen seinen Ring, sein Juwel, denn er trägt den blauen Ring und somit kriegen wir hier das blaue Juwel oder den blauen Juwel. Und genau deshalb sind wir hier unten. Gut, ne? Sehr, sehr gut. So, damit haben wir jetzt hier unten tatsächlich auch alles gemacht, was wir machen konnten. Uns fehlt jetzt, glaubt, nur noch ein dritter Flügel, wenn mich nicht alles täuscht. So, gespeichert. Dann machen wir uns raus und gehen jetzt in diesen nostalgischen Raum, der für den ein oder anderen Resident Evil-Fans, ich sag mal so, eventuell ein feuchtes Höschen hervorruft. Und ja, das meine ich gar nicht übertrieben, denn ich denke, das wird dem ein oder anderen sehr, sehr gut gefallen. Denn Leute, wir begeben uns jetzt endlich hierhin. Ich frage mich, ob ich das hier eigentlich erst im Nachgang machen kann. Ich dachte immer, ich muss hier noch irgendwas an den Pferdchen machen, dass die aufhören, dass ich da runterkomme oder so, aber irgendwie, naja, wie dem auch sei, wir machen uns jetzt erstmal schön hier rein. Und jetzt, Leute, wird's nostalgisch. Denn ja, ihr werdet's nicht glauben, aber das ist die große Haupthalle, wo das Resident Evil Franchise seinen Ursprung hatte, seinen Anfang, seinen großen Beginn. Nachgebaut. Hier ist die Tür übrigens in dem Raum, wo ich gesagt habe, hier ist ein Biohazard-Zeichen darunter abgebildet. Da kommen wir nicht rein. Ich glaube, da werden wir auch gar nicht reinkommen. Und hier ist tatsächlich aber nicht ein 1:1 Nachbau, denn hier befindet sich ja im Original als auch im Remake vom ersten Teil eine Tür, wo man ins Esszimmer kommt. Das ist hier im Code Veronica tatsächlich nicht der Fall. Aber auch hier befindet sich ein Bild. Ein Gemälde von Zwillingen und ihrem Vater, drei seltsame Löcher am Finger des Jungen, am Ohr des Mannes und an der Brust des Mädchens. Ja. Hier oben befindet sich ein Item. Hier kommen wir nicht rein. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das weiß ich auf Anhieb. Die Tür ist abgeschlossen. Aber hier unten befindet sich ein Item, welches wir noch mitnehmen. Denn wir kriegen hier ein Kampfmesser. Jetzt fragt ihr euch, hä? Für was brauchen wir denn ein Kampfmesser? Weil das ist doch komplett sinnfrei. Wir haben doch bereits... Moment, ich kann doch hier eigentlich... Kann ich hier schon, um Platz zu schaffen... Ja. Kann ich die schon einsetzen. Na, guckt mal. Kann ich die nämlich schon mal einsetzen. Und für was brauchen wir jetzt das Messer, fragt ihr euch vielleicht. Ja, das ist ganz einfach. Hier unter der Treppe... Auch ein schönes Detail. Im Remake konnte man auch unter die Treppe. Im ersten Hauptspiel, also auf der PlayStation 1 Resident Evil, da gab es diesen Geheimgang hinter der Treppe noch nicht. Aber hier befindet sich hinter der Treppe unsere gute Claire. Und die müssen wir mit einem Messer rausschneiden.
was wir jetzt Gott sei Dank zufällig hier in der großen Halle gefunden haben. Das benutzen wir jetzt mal und schneiden die Gute schnell aus ihrem Gefängnis. Gott sei Dank lebt sie. Und Gott sei Dank haben wir sie gefunden. Claire. Ich bin da. Chris. Ja, so heiß ich. I missed you so much. I know. But we have to get out of here. Not yet. We have to find Steve. Ach, warum? Who's Steve? He's a boy who escaped from that island with me. But then a monster attacked us and we got separated. So that means Steve is still somewhere in this base? I'm sure of it. Dann müssen wir ihn finden. Oh, Alexia. It's Alexia. Alexia? There really is an Alexia? Ja, Claire weiß das ja noch nicht, aber ja, sie gibt's wirklich. It is almost time, you genetically inferior siblings. Sie hat das Gewehr ihres Bruders. She might know where Steve is. Let's go. Oh shit. Und so werden die Geschwister wieder einmal getrennt. Das hat die mit Absicht gemacht, die Sau. Und so sind wir zurück in der Haut der guten Claire. Chris! Ja, so heiß ich. Oh shit, verletzt. No! Just go. I'll be fine. But Chris... You've got to save Steve. Go! Genau, ich bin den ganzen Weg gerannt, um Claire zu retten. Jetzt lasse ich sie einfach so ohne meine Unterstützung irgendeinen Typen retten, den ich nicht kenne. Hm? Das wären auch so absolut meine Gedanken als großer Bruder. Hm? Okay, Leute, wir sind wieder in der Haut von Claire. Ich rüste erstmal direkt wieder eine Waffe aus, denn wir haben ja keine mehr. Und rüste mich direkt erstmal mit allem aus, was man hier so schön finden kann, ne? Rotes Kraut, grünes Kraut, alles mitnehmen. Alles gleich aufnehmen. Hier, Pistolenmunition, auch die. Alles schön mitnehmen, alles schön sammeln. Da ist noch eine Kiste, das ist auch schön. Was haben wir hier? Schrotflintenmunition? Kann ich die nehmen? Ja. Ich glaube, wenn ich die Schrotflinte jetzt in der Kiste gelassen hätte... Dann hätte ich die hier sogar benutzen können. Na gut, dann let's go. Rein da. Wir haben ja Steve schreien hören. Oh Leute, wisst ihr, was das ist? Wisst ihr, was das für ein Raum ist? In diesem Raum geschah es im allerersten Resident Evil 1. Ja, es ist sogar so. Nur, dass diesmal kein Hund durchs Fenster springt, sondern Alexias Ranken. Okay, wo geht's denn hier noch rein? Die ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Okay, gibt's hier irgendwas in den Schränken noch zu holen? Okay, die Ranke. Alter, jetzt ist aber gut. Ich kann den verschieben. Oh, geil. Lässt sich tatsächlich verschieben, zumindest der eine. Alter, das hat uns jetzt so angedamaged. Wie kacke ist das denn? Dass ich schon wieder auf Achtung oder so bin. Das ist blöd. Oh, schön. Hallo Zombies. Wie geht's euch so? Oh! Alter. So. War's das mit dir? Gibt's hier noch irgendwas? War die Zelle jetzt einfach umsonst? Toll. Ganz großes Kino. So, da geht's die Treppe hoch. Da geht's irgendwo rein. Da geht's auch noch hoch, Alter. What the hell? Komm ich da rein? Nein, komm ich nicht. Wo geht's hier rein? Ich gehe einfach erstmal da lang, wo ich denke, dass ich richtig sein könnte. Das ist einfach ein leerer Raum. Ein Kartenleser. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert.
Okay, warum ist der Raum so groß? Als ob hier etwas Großes raus, beziehungsweise etwas Großes rein soll. Ich weiß nicht, was ich von beiden schlimmer finden soll. Eieiei. Okay, dann werden wir uns mal hier hoch. Oh, eine dicke, fette Kanone. Geil, was haben wir hier? Sicherheitsmemo. Das wichtige Geheimnis der Familie Eschert wird hier aufbewahrt. Ich habe als letzte Sicherheitsmaßnahme einen Selbstzerstörungsmechanismus, was auch sonst, im Kontrollraum eingebaut und den Aktivierungscode im Computer versteckt. Sobald er aktiviert ist, werden alle Türschlösser geöffnet, damit jeder zu den Notausgängen gelangen kann. Mit dem Aufzug, der direkt zum Hangar raufführt, sollte man problemlos aus dem Labor fliehen können. Nicht vergessen, ich habe den Namen meiner schönen Vorfahren als Code für die Aktivierung benutzt. Ruhm und Ehre den Ashfords, Alexander Ashford. Ein Drehgriff. Ach du Schande. Oh, das wäre blöd, wenn ich da Kristall nehme. Prüfen. Gut polierte Kristallkugel. Eine Karte liegt in ihr. Man könnte sie herausnehmen, wenn man sie zerstört. Wie kann ich sie zerstören? Alter, ich will da nicht durchlaufen. Ich habe Angst, dass ich da sterbe. Ich habe irgendwie berechtigte Angst, dass ich da sterbe. Ja, das so stirbt man. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich hab's durchgeschafft. Halleluja. Huiuiui. So, hier liegt noch eine ganze Menge Munition für die Armbrust. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, jetzt hier reinzulaufen. Ich hätte ja vorher reinlaufen sollen. Okay. Puh, gerade so geschafft. Gerade so geschafft. Okay. Okay. Alles noch im Rahmen. Wir können hier nach oben. Ich weiß nicht, was der bessere Weg wäre. Ob jetzt durch die Tür oder hier die Treppe hoch. Ist alles schwer zu sagen. Ach, hier unten drunter ist das Nest. Ist das der große Fahrstuhl, der dann zum Hangar führen wird? Anlage zur Freigabe der Impulskanone. Das Schloss wird im Notfall automatisch geöffnet. Okay. Aufhebung der Sicherheitssperre im Notfall. Die zwei Schalter gleichzeitig nach rechts drehen. Okay. Also da hier muss erst ein Notfallalarm angehen. Ah, hier ist eine Höhlung in Form einer Libelle. Hier muss ich die Libelle nachbauen. Okay. Ja gut. Dann geht's erstmal durch die große Tür hier unten noch, ne? Wenn man hier durchkommt. Scheint nur im Notfall zu funktionieren. Okay. Das Stahlgitter ist zu. Ich kann es nicht öffnen. Aber wo muss ich denn dann jetzt hin? Wie kann ich die denn zerstören? Okay, Leute, die einzige Möglichkeit, die mir jetzt noch einfällt, um diese Kristallkugel zu... Naja, ich sag mal... zu benutzen, beziehungsweise zu öffnen, wäre eigentlich... das hier drunter zu packen. So, wartet mal, geht das? Es geht tatsächlich. Okay, gut. Ja, so kann man sie natürlich auch zerstören. So kann man sie natürlich auch zerstören. Okay, wir haben die Sicherheitskarte. Jetzt die Frage, die Sicherheitskarte unten in dem Raum benutzen oder oben? Emergency.
Kann doch eigentlich nur unten sein. Kann doch jetzt eigentlich nur hier in dem Räumchen sein, oder? Ich bin der Meinung, es kann doch nur jetzt hier sein, in dem großen... Woanders könnte ich doch keine Karte verwenden. Und hier schon. Hier gibt es zumindest ein Kartenlesegerät. Ja. Scheint zu funktionieren. Wir wurden eingeschlossen. Das ist nicht gut. Wieso wurden wir eingeschlossen? Oh, da ist Steve. Oh shit, er wurde genauso wie Nosferatu. Steve? An die Wand gehangen, beziehungsweise gefesselt. Oh, Claire. No, I can't do it. Who did this to you? That crazy woman told me she was gonna perform the same experiment on me that she did on her own father. She's completely insane. Oh, sie hat das Experiment durchgeführt, genau wie bei ihrem Vater. Er hat den Veronica-Virus in sich. Sie hat es getan. Und man kann nichts dagegen tun. Oh, shit. Er wird zum unglaublichen Hulk. Sorry. Aber er wird sehr groß und grün. Und muskulös. Alter. Ich bin nicht Steve. Ich sein unglaublicher Hulk. Steve. Das endet nicht gut. Oh oh. Oh oh. Renn, Claire, renn! Lauf! Oh shit. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, er trifft mich definitiv wieder. Ich muss mich heilen, sonst habe ich keine Chance, seinen Angriff zu überstehen. Oh shit, das war eng. Ja. Puh. Das hält ihn nicht lange auf. Dieses verdammte Gitter biegt sich. Das war's mit Steve. Steve ist nicht mehr da. Oh shit. Und Claire ist richtig am Arsch. Wenn jetzt kein Wunder kommt, dann haben wir ein Problem. Es wird langsam luftdicht eng hier. Wenn du dich irgendwie noch an uns erinnern kannst, dann mach bitte was. Du hast mal geschworen, du würdest uns retten. Nicht doch? Ich hänge an meinem Kopf. Ja! Oh, Steve. Oha. Der kann sich sogar zurückverwandeln. You're warm. Steve, you've got to hang in there, okay? My brother's come to save us. We're getting out of here. Your brother kept his promise. I'm sorry, I cannot. What? What are you saying? I'm glad that I met you. I love you, Claire. Steve? 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 So, jetzt hat dann jeder mal eine Träne verdrückt, würde ich sagen, oder?
Nicht? At last, I found you, Alexia. Come with me. You're responsible for the creation of the T-Veronica virus. And now the only existing sample is in your body. I want it. Now. You want it? Im Grunde genommen stimmt das nicht. You are not worthy of its power. Also, der Virus ist ja auch in Steve rein theoretisch, nur Steve tot. Und in ihrem Vater ja eigentlich auch. Sie ist nur das einzige Experiment, an dem es vollständig funktioniert hat. Wieso muss denn die ihre Kleidung verlieren? Schwester, du siehst nicht gut aus. Die Haut und so, du brauchst mal wirklich ein bisschen Nivea-Creme oder so. Solltest dich mal draufpacken. Das sieht nicht gut aus. Bisschen Panthenol-Spray. Du hast auch gerade ziemlich in Flammen gestanden. Das sieht alles... bisschen schimmelig an den Beinen rum, oder? Eieieiei. Wir gucken zu. Das wird jetzt ein schöner Matrix-Fight. Alter, guckt's euch an. Yes! Flammpunch! Oh, es ist schon ein bisschen cheesy alles, oder? Es ist schon alles ein bisschen sehr anime-mäßig. Na klar. Wesker verzieht sich und wir dürfen die Drecksarbeit machen. Na klar. Warum kann die eigentlich Flammen herzaubern? Okay, Leute, ich würde aber sagen, darum kümmern wir uns im nächsten Part. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Reinschalten, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtung dalassen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.